Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich eine Neuerscheinung bei whisky.de im Shopsystem. Und zwar Black Bottle 10 Jahre alt. Das ist die erste neue Flasche seit 20 Jahren von Gordon Grahams, die die Marke Black Bottle nun führen. Erschienen ist der erste Black Bottle 1879 nach einem Familienrezept, wie man nun die Whiskys miteinander verblendet hat. Und meines Wissens, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, hat sich Black Bottle immer damit gerühmt, komplett Whiskys von der Isle of Islay zu verwenden. Und jetzt sagt man neuerdings, es wären 95% von der Isle of Islay und 5% von Tobermory. Das Besondere an dieser Flasche ist, rauchige Whiskys in diesem Blended Whisky, und es gibt nicht viele Blended Whiskys, die eine deutliche Rauchnote aufweisen. Dieser hier hat es. Allerdings mit 40 Volumenprozenten bleibt er da von der Intensität etwas schwächer auf die Masse zugeschnitten. Kostet 30 Euro, was jetzt für einen 10-jährigen Whisky mit einem Haufen Islay-Anteil nun günstig ist. Und schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ach ja, schauen wir mal auf die Cardbox. Da schreiben sie hinten ein paar Sätze dazu. Und zwar, dieser Whisky wurde also ausschließlich in American White Oak Casks gereift und hat also keine Sherry-Fässer drin. Und das ist also nun die erste Flasche, steht hier nochmal, seit 20 Jahren, die sie nun neu auf den Markt bringen. Und bringt also nun etwas mehr Eiche rein. Ja, wer hätte das gedacht? Wenn man jetzt statt 3 Jahren 10 Jahre reift, dann führt das zu mehr Eiche im Geschmack. Farbe, reiches bernsteinfarbiges Gold. Eine Nase, ein rauchiger Hintergrund mit Honignoten, Früchten und Vanille. Im Geschmack süße, starke Eiche. Weiche Früchte, ausbalanciert mit einer würzigen rauchigen Würzigkeit, so rum. Mit dem Geschmack süße Eiche, und dem Finish lang und anhaltend mit einer süßen, pfefferigen Note. So. Jetzt schauen wir mal, was hier ergibt. Blended Whisky, nicht zu teuer, Schraubverschluss. Ist nicht schlecht, weil man ja dann keinen Korken da dran hat und eventuell auch keinen schlechten Korken drin hat. Muss man sich halt klar darüber sein, was man hier an Blended Whisky dann erwirbt. Jo, Rauch, bloß wie viel. Er gehört nicht zu diesen extrem rauchigen, er gehört nicht zu den Stinkern, aber er hat definitiv Rauch drin, weitaus mehr als andere Blended Whiskys haben. Also dieses jetzt ist eine der wenigen rauchigen Blended Whiskys. Dazu eine leichte fruchtige Note, wie es so ganz typisch für Malt Whiskys ist. Wie gesagt, das ist ein Blended Whisky, kein Blended Malt, sondern ein Blended Scotch Whisky. Das heißt, da sind auch Grains mit dabei. Und die müssen eigentlich vom Festland, vom Mainland stammen, weil ja eine Grain-Brennerei es auf Islay nicht gibt. Ja, bisschen Vanille, bisschen Karamell. Nicht zu intensiv, eigentlich ziemlich ausgewogen. Der Rauch ist also nicht überstark und verdeckt nicht alles dahinter. Ne? Tja, probieren wir mal. Jetzt kommt die angekündigte Eiche, kommt ganz schön durch. 10 Jahre, ja, aber für die 10 Jahre nicht zu heftig und auch nicht zu bitter. Ne? Ordentliches Stück Eiche. Und dazu jetzt süße Note, ja, mit einem Einschlag von Honig. Tatsächlich. Das stimmt, was da hinten drauf steht. Zumindest für mich. Und der Rauch belegt jetzt so richtig den Mund. Der macht sich breit. Das ist einer der letzten oder der letzte, den Sie am Tag probieren sollten, wenn Sie nicht so einen extrem rauchigen noch für hinterher haben. Aber der belegt schon Ihren Mund. Da können Sie so einen normalen Highland Malt danach nicht mehr verkosten.
leichte Würzigkeit im Abgang, aber keine Bitterkeit, nicht zu lang. Relativ gut ausgewogen, wobei natürlich die Betonung im zweiten Teil im Geschmack und dann in der Eiche liegt, die diesen Whisky halt mit 10 Jahren gegenüber dem anderen mit 3 Jahren an dieser Stelle ein deutliches Stück abhebt. So, wie ich das. Jetzt zweiter Abgang. Gar nicht mal so schwach. Ja, kommt schon noch was. Dieser Whisky sollte also permanent verfügbar sein. Ich habe es also nicht so verstanden, dass der 10-Jährige jetzt nur eine kurze Episode wäre, sondern dass sie den parallel zu dem normalen Black Bottle dann auch halten wollen. Im Preis liegt der nun 50% drüber. Die normale Black Bottle liegt, glaube ich, unter 20. Ne? Ich glaube schon. Und der liegt jetzt bei 30. Aber dafür kriegen sie halt auch einen 10-Jährigen. So ist es. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.